Gibt es dazu irgendwie Fragen? Nope. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Vortrag von Tilman Klaus von Reporter ohne Grenzen und einer Journalistin aus Brasilien. Ja, schönen guten Abend. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Tilman Klaus von Reporter ohne Grenzen und die Kollegin, die mit mir auf der Bühne steht, ist Joëlle Marie de Klerk. Sie arbeitet als Journalistin in Brasilien für Wise Brazil und ist zurzeit zu Gast in Berlin als Stipendiatin unseres Stipendienprogramms. Der englische Titel ist Empowering Journalists in the Digital Field oder Berliner Stipendienprogramm zur Stärkung von Journalisten und Journalistinnen im digitalen Raum. Das ist ein Programm von Reporter ohne Grenzen, gefördert vom Berliner Senat. Ich werde jetzt kurz das Programm, das Projekt vorstellen. Und danach, und das werde ich auf Deutsch tun, und danach werde ich an Marie übergeben. Und Marie wird dann noch ein bisschen erzählen, sowohl über ihre journalistische Arbeit, über die spezifischen Probleme, denen sie sich in Brasilien ausgesetzt sah, und dann, ja, was sie hier überhaupt im laufenden Programm macht. Und dann werden wir auch, glaube ich, relativ bald das in die Runde öffnen, damit ihr alle Fragen stellen könnt, sofern ihr die habt. Genau. Ja, Reporter ohne Grenzen muss ich, glaube ich, hier in diesem Rahmen nicht mehr groß vorstellen. Reporter ohne Grenzen ist eine international arbeitende Menschen- und Bürgerrechtsorganisation, ursprünglich gegründet in Frankreich, Reporters sans Frontières. Reporter ohne Grenzen ist sozusagen der deutsche Ableger, ist weltweit vertreten durch verschiedene Sektionen. Um es ganz einfach zu machen, Reporter ohne Grenzen setzt sich für Presse- und Meinungsfreiheit ein, kämpft auf verschiedene Weise gegen Zensur und hat auch in den letzten Jahren verstärkt sich engagiert für Internetfreiheit, für Informationsfreiheit. Und einige von euch, mehrere von euch kennen sicher auch den Kollegen Daniel Moosbrugger, der hier zuletzt im Sommer referiert hat über die Klage von Reporter ohne Grenzen und anderen gegen das BND-Gesetz. Ja, das ist sozusagen einer der großen Schwerpunkte unserer Organisation von Reporter ohne Grenzen, gegen Zensur sich einsetzen, gerade im Internet. Der Ursprung ist natürlich, dass man sich für Pressefreiheit einsetzt, dass man sich auch engagiert sehr stark für Journalisten, Journalistinnen in aller Welt, die Repressalien ausgesetzt sind, die eingesperrt sind und im Zusammenhang natürlich jetzt im Rahmen dieser Veranstaltung, die auch zunehmend mehr Überwachung ausgesetzt sind, digitalen Bedrohungen aller Art. Und dieses Programm, für das ich arbeite, von Reporter ohne Grenzen, wir versuchen halt, diese beiden Themen zusammenzubinden. Der Kampf für Pressefreiheit, die Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt, die teilweise unter wesentlich härteren Bedingungen dort journalistisch arbeiten, und der Versuch, sich Überwachung, Hacking, staatlichem Hacking etc. dem zu Wehr zu setzen. Gucken, ob das jetzt klappt. Genau, also dieses Stipendienprogramm, was ich jetzt kurz vorstellen möchte, hier ist leider etwas verrutscht in der Slide. Also, wir haben das angefangen jetzt im Oktober, wir haben jetzt den ersten Durchgang. Wir laden, an wen richtet sich das Stipendienprogramm? An Journalisten, Journalistinnen aus Krisenregionen, aus Kriegsgebieten. Das haben wir jetzt hier leider, habe ich leider nicht eingebunden, aber einige von euch kennen vielleicht auch diese Weltkarte von Reporter ohne Grenzen, sozusagen, wo es viele schwarze Gebiete gibt, wo es wirklich ganz zappenduster aussieht in Sachen Presse- und Meinungsfreiheit.
natürlich bewerben sich auch oder hoffen wir auch, dass Leute aus diesen Regionen kommen, aber auch aus Gebieten, die man eigentlich, wie zum Beispiel Brasilien, Mahi wird da hinterher noch drüber erzählen, wo man eigentlich bisher davon ausgegangen ist, dass es dort nicht ganz so katastrophal aussieht, wo das aber kippt. Gerade auch in Bezug auf Presse- und Meinungsfreiheit jetzt durch die Wahl von dem neuen Präsidenten dort, Bolsonaro. Das sind sozusagen die Leute, die wir ansprechen möchten. Wir haben das ausgeschrieben, relativ kurzfristig in der ersten Runde. Ah ja, okay. In der ersten Runde haben wir eigentlich erstmal nur 4 Plätze ausgeschrieben. Der Andrang war überwältigend. Wir haben 336 Bewerbungen gehabt. Und ja, das ist dann natürlich relativ schwierig. Man sitzt dann hier in Berlin und muss entscheiden, wer es denn nun mehr verdient hat, hier nach Berlin zu kommen, um so ein Stipendium zu genießen, um hier dann auch noch ausgebildet zu werden in digitaler Sicherheit. Um es anders zu sagen, natürlich gibt es viel mehr als die Leute, die wir jetzt hier gerade zu Gast haben können, die eigentlich auch, die wir auch gerne ausbilden würden, wo wir auch denken, die hätten so eine Auszeit in Berlin mehr als verdient. Wir haben 4 Stipendiatinnen, Stipendiaten aus aller Welt gerade zu Gast. Mahi ist eine von den 4. Dann haben wir noch einen Kollegen aus der Demokratischen Republik Kongo hier, einen Bürgerjournalisten aus Guatemala. Und es war klar, dass ich natürlich jemanden vergessen werde bei den ganzen Leuten. Und dann noch einen Kollegen aus Ägypten. Vorab schon mal, das ist natürlich, was soll das Programm bezwecken? Wir wollen die Leute, die besonderen digitalen Bedrohungen ausgesetzt sind, wir wollen die ganz individuell fortbilden, dass sie sich besser schützen können gegen Bedrohungen meist staatlicher Natur. Gleichzeitig ist uns natürlich klar, dass in manchen Ländern der Kontakt zu einer Organisation wie Reporter ohne Grenzen schon dazu führen kann, dass man nur deswegen Repressalien ausgesetzt ist. Also ich sage mal, beispielsweise in der Türkei ist es nicht unbedingt von Vorteil, wenn man mit bestimmten internationalen großen Menschenrechtsorganisationen in Verbindung gebracht wird. Ich erinnere nur an den Fall Amnesty International, Peter Steutner, wo dann sehr schnell sozusagen, gerade wenn es um digitale Sicherheit geht, dann von autoritären Regimes, im Falle der Türkei war das sehr deutlich, daraus aus der Beschäftigung mit diesen Themen dann konstruiert wird, dass man als Spion oder Ähnliches gegen die Interessen des Landes arbeiten würde. Unsere Problemlage ist, also wir möchten Leute hier einladen, wir haben jetzt auch Leute eingeladen, aber wir müssen natürlich zuallererst auch darauf achten, dass durch dieses Programm, was die Situation unserer Stipendiaten und Stipendiaten verbessern soll, deren Situation nicht schlechter wird. Das heißt, wir müssen bereits beim Auswahlprozess darauf achten, dass wir eine sichere Kommunikation gewährleisten, dass sie nicht dadurch, dass sie sich einfach hier in Berlin bei uns bewerben, womöglich dann strafrechtliche Probleme bekommen dort in ihrem Herkunftsland. Diese 4 Stipendiaten sind gerade bei uns. Wir haben aber auch noch 2 weitere Stipendiaten, die schon länger in Berlin leben, die für sogenannte Exilmedien arbeiten. Exilmedien nennen wir Medien, die eigentlich in Berlin ansässig sind, aber deren Zielgruppe nicht in Deutschland ist oder in Berlin ist. Einige von euch kennen sicher oder viele von euch kennen sicher die Taz-Gazette. Das ist ein Projekt der Tageszeitung Taz, wo im Wesentlichen türkische Kolleginnen und Kollegen arbeiten und die auf Deutsch und Türkisch berichten, gerade über innenpolitische Vorgänge in der Türkei, weil in der Türkei, wie ihr alle wisst, es um die Pressefreiheit nicht sehr gut besteht, ist der Versuch sozusagen hier von Berlin aus, ich sag mal aus dem sicheren Hafen Berlin zu berichten. Dank des Internets können diese Artikel dann auch in der Türkei gelesen werden. Auch die Taz-Gazette ist sozusagen eingebunden, Kooperationspartner bei diesem Projekt von uns, diesem Stipendienprogramm. Da ist auch dieselbe Idee, wir wollen sozusagen durch Training in digitalen Fragen
in puncto digitaler Sicherheit Wissen vermitteln, was dann sozusagen nicht nur hier den Kollegen von Taz-Kassette beispielsweise zugutekommen soll, sondern auch sozusagen multipliziert werden soll. Genau. Ja, wie bereits gesagt, das Programm könnten wir, obwohl Reporter ohne Grenzen sich im Wesentlichen aus Spenden finanziert, dieses spezielle Programm können wir nur durchführen, weil wir Mittel von der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe zur Verfügung gestellt haben, bekommen haben. Genau, und es gibt insgesamt, das Projekt ist erstmal angelegt auf anderthalb Jahre. Begonnen haben wir jetzt im Oktober. Es wird 16 Leute aus aller Welt geben, die hier in Berlin bei uns eingeladen sind, hier sich sozusagen eine Auszeit nehmen können, etwas auch ausruhen können sicher, und die dann fortgebildet werden. Genau, also ich werde jetzt relativ kurz noch was dazu sagen, wie dieses Sicherheitstraining aussieht, was wir machen. Dazu muss ich sagen, ich bin zwar maßgeblich mit dem Programm befasst, aber ich bin selber kein Trainer. Wir haben insgesamt 15 Leute, die unseren vier Stipendiaten plus den zwei Leuten von den Exilmedien umfassende Kenntnisse vermitteln wollen in digitaler Sicherheit. Das sind erstmal Grundlagen, weil wir laden keine Leute ein, die schon die super Experten sind, sondern es sind wirklich Leute, die journalistisch arbeiten, sowohl professionell als auch ehrenamtlich, also sprich professionelle Journalisten und Journalistinnen, aber auch Bürgerjournalisten oder Blogger, Bloggerinnen. Genau. Und die besondere Problematik ist natürlich, also wir sitzen hier, wir haben alle wahrscheinlich einen relativ ähnlichen Bildungshintergrund, ähnliche sozioökonomische Bedingungen. Wenn man Leute aus aller Welt einlädt, man kann sich also so viele Gedanken machen vorher, wie man möchte, aber natürlich kann man nicht alles mitbedenken. Es gibt, man muss sich einfach klar machen, bestimmte Sachen, die für uns vollkommen selbstverständlich sind, gibt es in einer Weltregion nicht. Also eine der besonderen Herausforderungen bei uns ist natürlich, dass wir dann, wenn die Leute da sind, wir beginnen mit dem Trainingsprogramm, dass wir erstmal analysieren müssen, was die mitbringen, was ihre Stärken sind, was ihre Schwächen sind, ihre besonderen Bedürfnisse, was sie auch überhaupt benötigen, damit sie dann, wenn sie, und das ist die Idee, dass sie dann, wenn sie zurückgehen, dass sie dieses Wissen weitergeben, dass sie auch sinnvolle Kenntnisse in ihren Herkunftsländern verbreiten können. Also die Herausforderung ist, jedem Einzelnen, jeder Einzelnen gerecht zu werden und nicht sozusagen abstrakt jetzt hier Curricula zu verbreiten, sondern die ganz spezifische Situation von jedem einzelnen Stipendiaten und jeder einzelnen Stipendiatin erstmal zu ermitteln und dann hoffentlich auch durch dieses Programm zu verbessern. Und spread the word, also es ist darauf angelegt, eben, das ist klar, wir wollen, dass nicht nur die Leute, die die Gelegenheit bekommen, hier zu sein, sondern sozusagen profitieren von dem Programm, sondern es soll weitergegeben, es soll multipliziert werden, das Wissen. Im Idealfall werden die Leute, die hier von unseren Trainern und Trainerinnen ausgebildet werden, dann vielleicht mal in ihrem Land auch so etwas machen, als Trainerinnen arbeiten für digitale Sicherheit. Und ja, das ist sozusagen der Idealfall. Genau, wir sind gerade mittendrin in diesem ersten Programm. Ich werde jetzt inhaltlich nicht groß drauf eingehen können, zumal ich auch nicht der Trainer bin oder auch keiner der insgesamt, ich glaube 15 Trainer haben wir insgesamt jetzt schon gehabt zu spezifischen Fragen. Also wir haben jetzt so dieses Basistraining abgeschlossen und unsere 6 Leute sind jetzt dabei, gerade eigene Konzepte zu entwickeln.
Und wenn ich dann gleich übergeben werde an Mahi, wird sie auch schon mal ein paar Takte dazu sagen, damit ihr euch eine bessere, konkrete Vorstellung davon bekommt, was ihr konkretes Projekt ist, was sie in Brasilien dann dort dann sozusagen weitergeben möchte. Genau. Gut, soweit erstmal. Mahi wird jetzt in Englisch sprechen. Ich hoffe, das ist okay. Und dann hinterher, besteht natürlich noch die Möglichkeit, Fragen insgesamt zu dem Programm zu stellen. Vielleicht noch vorab von mir eine Sache, warum wir uns so freuen, dass wir heute Abend hier sein können. Wir möchten nicht nur wir als sozusagen Projektteam, sondern auch unsere Stipendiaten und Stipendiaten. Wir möchten natürlich, hier sind wir genau richtig, wir möchten Kontakte knüpfen. Das ist für uns eine ganz tolle Sache, dass wir die Gäste da haben. Wir möchten sie aber sowohl mit Leuten, die selber zur digitalen Sicherheit verknüpfen. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen von euch interessant. Vielleicht gibt es auch Leute, die schon zu den einzelnen Ländern arbeiten. Da könnt ihr uns dann hinterher auch gerne ansprechen. Aber das ist eigentlich das, was wir uns erhoffen, dass Leute von euch Interesse an dem Programm, aber vor allen Dingen auch an den Leuten, die wir hier haben, haben und man dann vielleicht sich da irgendeine Form von Kooperation oder Austausch oder Networking ergibt. Okay, erstmal vielen Dank von mir. Jetzt gebe ich mal weiter an Mahi. Hi, I can speak a little bit German, but I'm going to spare you of speaking this, so I'm going to speak in English. So my name is Mahi de Klerk. I work as a writer for Vice Brazil for the last 5 years. I actually have a law degree, like I don't have this background on journalism, but this is really common in Brazil. At Vice, I mostly write about sexuality, human rights, feminism, and politics mostly. And my story, I think, here that matters began this year. On May, the Federal Police of Brazil, they made a big operation against an online group called, they call themselves Dogolashan, because they were kind of created on 4chan, most of you know. So they're really misogynist, really right wing, and they usually their tactics were mostly harassing feminists and their enemies, basically what they done. And they also, of course, consider themselves incels, involuntary celibataries. After this operation, I was following them, like their activities on their message boards. So I wrote like 3 or 4 articles about them. And then my troubles began, because they started to like harass me. I wasn't hacked by them, because I don't know if they have the skills like enough for that. But they actually found about, they saw public information about me. They found out my father's address and where my brother goes to school. And then like they started to doxing me, like publishing this on message boards. It was like 2 or 3 months dealing with this. So they started to send me emails, threatening me, like saying all nice things about the whore and fat women that I am or something, really nice. It was mostly digital, what happened to me. And I went to the police and they say, well, we can't do anything. We don't know what they are or who they are. Like the federal police didn't even care, and they were doing actually an investigation about them. And I faced this for 3 months, 2 to 3 months. And I think the last drop of it was when they sent an email to Vice Brazil, saying that they will kill everybody at Vice if I continue to do my research about them. I was interviewing actually their enemies, which is basically common people that said that they're not doing good stuff. And they started to like harass them, doxing, kind of try to do some of
identity theft or something, like to create websites with child pornography and like say, oh, this is like sign with the guy's name, which is their enemies. I don't know if I'm being very clear. But yeah, then like I was really hopeless about what's happening because I didn't even know what to do. And then my friend, she told me about this program of Reporte ohne Grenzen. I signed up, not really expecting much of it, but now I'm here, the first time in Europe and of course in Berlin. And this, I think this program for me is to giving me like this mindset that I had never had before. Of course, a little bit, I'm not that dumb, but regarding internet and digital stuff, but about like, what can I do? What can I do as a journalist to protect myself? And what my colleagues can do to protect themselves? Because in Brazil, like what's happening to me, this is really something that's happening to other journalists in Brazil. Because usually like before these elections that we had this year that elected our right-wing president, Bolsonaro, it was basically like if somebody didn't like your article, this just write to your magazine or something saying, I don't like this article. But in Brazil nowadays, if they don't like your article, they go straight to you or they do anything. They like they dig your social media or anything to find something that's, that can disqualify your work. So this is something that's really happening in Brazil. And then this kind of group that attacked me, they're really empowered by the right wing. Like it's like their attitudes, their tactics, is being really empowered against other journalists. So what I'm learning here, I think it's something that should be kind of basic for you. Like I'm learning encryption a little bit, using tools to keep like using Tor, VPN, this kind of stuff, which is really simple. But this is something that my colleagues, which are really competent, they don't have this knowledge. So for me, what I'm trying to develop here in this 2 months that I'm here already, I'm trying to develop a training that it's kind of like for Brazil, for my colleagues and other journalists, that we can kind of like keep safe from this kind of group that attacked me, for example. So yeah, I think that's it. I forgot the slides. There are some slides. So what Mahi just told you all. You can. I'm really sorry. Yeah. So this is the first article that I did. This got translated to from Vice US because it was really big in Brazil and they found the story kind of interesting. This guy, that the photos cropped, this is Marcelo. He is the leader of the group Dogolashen that attacked me. He's arrested right now. He was arrested by the federal police. But there's other leaders and they call themselves hackers. I'm not quite know they're hackers, but they are like, the police doesn't know who are them. So yeah, this is where, this I did that when he was arrested. And yeah. So yeah, this is kind of the work that I do mostly. I really like to write about sexuality, sex work, and mostly pornography in Brazil. And this is an article that I did about 2 Girls, 1 Cup. I'm really sorry for everybody who watched it. This is from Brazil. And yeah, like I wrote this article about it and it was translated to Motherboard. And yeah, you can do it. Yeah, this is their message board. This is like they have a secret message board that I found out about, which is called SS. And yeah, so this is like they did a thread about me, and this is like everything they could find about me, which is
like actually quite simple. It was mostly like my Facebook, my Medium. They found an old Tumblr that I used to have that died, Tumblr recently. And yeah, like so this was a really big thread. Like they spent like really 3 months like talking about me and saying what they should do, and they spoke a lot about it. Yeah, let's kill her, let's rape her sister or something like this, really nice. And yeah, this is mostly what they do. They have different threads for like their enemies, journalists or feminists that they hate. So I was just one of them. Yeah, I think that's it. I showed the slides. I think it's better now that I also switched to English, that we have a common language now. So yeah, first of all, are there any questions? Should we elaborate on some points or should go into details? Yeah. Bitte? Thanks for the talk. Are there any difference to crypto parties concerning that, what you want to do on training? Yeah, it's like it's like a regular workshop we're doing, and we're starting from there are various aspects, of course, but it's a crypto party is not 3 months long and not every day beginning from 9 to 5 or something. So it's really trying to lay the groundwork, and then it's basics about security, but also it's learning how to use apps and programs, but also behavioral, also like a systematic analysis of the political and legal situation in the country. So it doesn't make sense to learn it all in abstract in different countries. The threat to journalists or to activists is quite different. And so, I mean, there are a lot of things which also are taught or are relevant for crypto part, it's we try to go. Yeah, we have pretty much more time there, yeah, for sure. Yeah. Does it answer your question? Thank you. Are there any more questions? Okay, then thanks so much for the presentation. Thank you. Are there any plans to create a workshop for also German journalists working in foreign countries? Not, to be honest, not in this program, but definitely one might get in touch and think where we could maybe we could do something together, because then our guests, depending on which countries you go to, might be like the experts telling you, for example, if you go to Egypt, we have a fellow from Egypt now, so he could teach you about the special problems, the special threats in Egypt there. So if you want to get in touch, I don't know about which country you're thinking right now, but we can talk later also. Thank you. Anyone else? Yeah, having the opportunity to have someone from Brazil here tonight, obviously I can't resist asking for your idea about where the country is going to go under Bolsonaro. I know it's a huge and very difficult question, but still, just maybe 2 or 3 thoughts, please. I wish I could answer you, really, because we don't know. That's like the way that we're talking about, like I'm here, like I missed the elections, like for the first time in my life I didn't vote. I think it was the election that I wanted to vote the most. Yeah, it's my fault or something, yeah. But the thing is that we don't know, because we're really afraid that he's going to maybe come back with a sort of military dictatorship, but we don't think that this is like a kind of possible scenario, especially nowadays. But one thing for sure,
like he declared war against journalism. He declared war against media, and he totally he's like a Trump but more dumber. Like, I'm sorry to say that, but like it's really like crazy to watch the news. Like, I used to watch the news about United States, kind of to be relaxed and say, ha ha ha, look at the United States. Now it's Brazil. Like, I'm just watching, like, oh my God. Yeah, like, but I know for sure that human rights, which were always a problem in Brazil, because actually people are against human rights in Brazil. They think it's something about communists or something. And we know for sure that, like, the work, my work as a journalist and work for activists, especially indigenous people, the black movement for sure, and people like that defend the environment, it would be worst, like very worst. And I think like this is our responsibility, I'm saying like as a journalist in Brazil, to keep like being on top of it, him, and like saying, like kind of saying to this, to the world, saying what's happening, yeah. Okay, anyone else? All right, then thank you a lot for sharing.